Teil 3. Ich bin noch mal gebeten worden, was zu dem Personalstatus zu sagen. Also es gibt eine neue Entwicklung. Ihr habt ja mitgekriegt, Chemnitz wollte die R11 den Posteingang verweigern. Also ich war beim Melder an, habe gesagt, ich habe euch ja schon gefaxt, ihr habt das nochmal in Ausfertigung. Und da habe ich das Schreiben vom Gauck hinten rangehängt, wo er gesagt hat, die Haager Landkriegsordnung gilt. Wenn die Haager Landkriegsordnung gilt, fällt alles hinten runter. Weil mit der Geltung der Haager Landkriegsordnung wird der Rechtsstand vom Kaiser eingesetzt. Also dieses Schreiben sagt uns, die Haager Landkriegsordnung gilt, ist die höhere Gesetzgebung, die noch über dem Grundgesetz steht. Weil Grundgesetz Artikel 25 setzt das Völkerrecht und das Kriegsvölkerrecht ein. Und das geht dem Bundesgesetz vor. Das heißt, mit dem Schreiben hat der Gauck seine Bundesgesetzgebung weggesägt. Das ist die Bedeutung. Wo ist das Schreiben? Wo kann man das finden? Das Schreiben habe ich heute bei Facebook hochgeladen. Also wer will, gibt noch seine E-Mail-Adresse, schickt uns heute noch eine Mail. Wer nicht mit Facebook machen will, ich würde es auch nicht empfehlen. Also wer lieber vk.com, hier diese russische Ableger, kann das gerne noch kriegen. Ich habe es auch hier auf dem Rechner, wer einen Stick hat, kann es heute gleich mitnehmen. Der Gauck hat, warte mal, ich kann es gleich zeigen, ist doch auf. Ich hab's doch mit. Gib ihn gleich hin, wir haben auch gleich mit. Ich muss das mal jetzt hier auf die Größe machen, damit das lesen kann. Ich denke mal, es ist gut zu lesen. Das schöne Schreiben. Also er hat immer den Gauck angeschrieben und hat gefragt, gilt die Haager Landkriegsordnung? So, und da sagt man, dass das gilt. Ne? Insoweit gelten die Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung auch für die Bundesrepublik Deutschland. Na klar gilt es, weil der Staat hat sie halt unterzeichnet, weil der Kaiser hat sie ja mit ausgefertigt. Ne? Aber er hat sie nicht unterschrieben. Der Kaiser hat sie nicht unterschrieben. Der Kaiser hat sie nicht unterschrieben, aber wer hat es gemacht? Max von Baden hat es unterschrieben. Was ist die Rechtsfolge? Wenn die Bundesrepublik von Max von Baden die Rechte erbt, erbt sie die Geltung der HLKU. Ja, klar? Der Kaiser hat die HLKU mit entworfen und hat aber Vorbehaltssachen gemacht. Zum Beispiel, dass der Kämpfer nicht der feindlichen Macht den Treueeid leisten muss. Das heißt, die Vereidigung der NVA war illegal und auch die Vereidigung der Bundeswehr ist illegal. Weil da wird es ja ein Treueeid in der feindlichen Armee schon. Denn wir sind definitiv nicht bei der KLK gemustert worden. Und der Treueeid hat auch damit was zu tun, wenn du einen Diensteid leisten musst. Also wenn du einen Diensteid als Richter leisten musst, gehst du eigentlich den Treueeid gegenüber dem Staat, hast ein Problem. Die Genfer Konvention, gegen die verstößt du auch, weil in der Genfer Konvention steht, ich glaube es ist Artikel 15, ich weiß auch nicht mehr, muss nachlesen. Die Genfer Konvention ist nochmal neu aufgelegt worden und auch von der Bundesregierung ratifiziert worden. Und da gibt es ein Schreiben über die Folter, wo drinnen steht, dass die Bundesrepublik die Genfer Konvention akzeptiert und ratifiziert hat. Und dort steht drinnen, dass wir das Recht haben, dass die Staatsangehörigkeit korrekt festgestellt wurde. Und das ist, glaube ich, Artikel 41 oder 51 und 15 oder 16. Müsst ihr einfach mal gucken. Also um die 15 oder 16 und dann 40 oder 51. In den Artikeln steht drinnen, dass die Staatsangehörigkeit festgestellt werden muss und auch die Personalien. Ne? Und man muss jetzt nur überlegen, es gibt mehrere Hierarchieebenen. Wir haben also als oberste Ebene das sogenannte Kriegsvölkerrecht. Das Kriegsvölkerrecht gilt dann, wenn mehrere Länder miteinander Krieg haben. Also Erster Weltkrieg, es gibt 54 Feindstaaten, die momentan noch im Ersten Weltkrieg sind, obwohl man nichts davon hört. Also das ist ein Krieg in Zeitlupe. Also immer im Jahr wird Salut geschossen, damit der Krieg weitergeht. Weil der Kaiser hat gesagt, warum soll ich in einem Schuldgeldsystem Krieg führen? Jeder, der in einem Schuldgeldsystem verortet ist, kann nur verlieren. Die Schulden werden immer größer, weil du kannst nicht ohne Schuld in einem Schuldgeldsystem arbeiten, außer der Zinssatz ist bei 0%. Das ist jetzt der letzte Patrone der EZB, die sie jetzt verballert haben. Da haben die Zinsen auf 0% gesenkt. Jetzt hauen die Banken noch 3% drauf, weil jeder Kreditvermittler darf 3% aufschlagen. Und bei 3% bleibt das jetzt so lange, bis die Inflation durch die Decke geht. Also sozusagen Enteignung durch Inflation. Was machen die Leute? Die kaufen Gold. Und das verschlimmert die Situation, weil Gold entzieht der Bank
genau so viel Geld, um wie viel die Währung überdruckt ist. Also das heißt, wenn eine Unze 1300 Euro wert ist und die hundertfach überdruckt ist, hat die eine Unze den hundertfachen Wert in Papiergeld. Da kann man vorstellen, wenn die Hyperinflation losgeht, steigt das noch. Und die Regel ist, mit einer Feinunze Gold kaufst du einen Vierseitenhof mit Personal für 10 Jahre. So eine Kaufkraft hat eine einzelne Unze Gold. War in jeder Währungsreform so. Weil die Häuserpreise fallen ins Bodenlose und der Goldpreis geht durch die Decke. Und dafür hat die Bundesrepublik Angst. Jetzt haben sie einen neuen Trick. Die Türken und auch die Griechen, die haben das Gold gehortet. Die haben also ihre ganzen Papiergeldnoten hingeschafft, haben sich Gold gehortet, geholt. Und denen ist jetzt die Inflation egal. Die legen sich das Gold so lange hin, bis die Hyperinflation kommt und der Goldpreis durch die Decke macht. Und dann gibt es halt einen Schuldenschnitt. Und die lachen sich in den Ast, weil die Kredite zahlen sie nicht mehr zurück. Und die haben dann Unzen und Boote und Häuser und sagen, uns ist das egal. Es wird wieder ein neues Geld geben, dann geht's weiter. Und solange tun wir noch ein paar Oliven pressen und lassen uns ein bisschen Wein einschenken und noch zu feiern. Können wir ummachen. Wäre eine ideale Lösung. Machen Generalstreik und warten mal, was passiert. Aber wir wissen ja, die Deutsche will arbeiten. So, also, Kriegsfolgerecht. Völkerrecht, Kriegsrecht, Grundgesetz. So, die HLKO gehört zu dem Kriegsrecht, also ist Bestandteil des Kriegsvölkerrechts, aber gehört in den Bereich über dem Grundgesetz rein. Und zwar deswegen, weil Max von Baden das Ding unterschrieben hat, obwohl der Kaiser gesagt hat, ich hätte gerne noch ein oder zwei Änderungen drin. Der Kaiser hat es meiner Ansicht nach nicht unterschrieben. Bundesrepublik ist aber der Rechtsnachfolger der Weimarer Republik. Und zwar aus dem Grund, weil die Bundesländer die Weimarer Verfassung inkludiert haben. Genau dann, wenn der Freistaat Sachsen Teile der Weimarer Republik inkludiert, ist er feinstaatlich. Demzufolge nicht staatlich. Also wenn das Amtsgericht sagt, dann sind wir auf die staatlichen Rechte, dann sagt, guck mal in deine Landesverfassung rein, da steht die Weimarer Republik. Weimarer Republik war eine Handelsverfassung. So, das ist das eine Ding. Und dann gibt es noch ein lustiges Schreiben. Ja, was ist hier los? Hat jemand das Landratsamt Aue-Schwarzenberg angeschrieben und jetzt wird im Prinzip erzählt, dass Reichs- und Staatsangehörigkeitsrüstag vom 22. Juli 1913 hatte die in § 11 genannte Regelung. Wieso hatte? Hat es immer noch. Nur der Verweser kann Gesetze ändern. Nur der Verweser kann Gesetze außer Kraft setzen. Das hat es immer noch. Ne? Man muss sich jetzt überlegen, die Frau Merkel hat das Ausfertigungsdatum vom 22.07.1913. Also die haben eine Zeitmaschine im Bundeskanzleramt, da tun die das Stack im Prinzip da rein. Dann wird die Zeit zurückgedreht zum Kaiser, wo der auf der Bornholm gesessen hat. Hat das ausgefertigt, das Rüstack. Dann hat die Frau Merkel sich daneben gesetzt, hat gesagt, ey, komm, mach mal hier Unterschrift unter Stack. Dann hat die dann das Ding eingerollt, hat es in eine Zeitmaschine getan, hat es wieder zurückgeleiert ins Bundeskanzleramt und hat es dann in den Bundesanzeiger abgedruckt. Und damit waren wir wählen. Also so ist das Stack entstanden. So, jetzt wird erzählt, aufgrund des Gesetzes über den Neuaufbau des Reichs, was hat Hitler gemacht? Es gab 1933 den Reichstagsbrand. Und dort hat man die KPD und die SPD beschuldigt, den Reichstag angefackelt zu haben. Kann man überlegen, es ist ungefähr so wahrscheinlich wie World Trade Center, wo nach der Explosion im Prinzip durch das Feuer und durch die Explosion der Ausweis vom ATA noch völlig ohne Brandspuren da rumlag. Und einfach das einer gefunden hat und sagt, hier, das ist der Personalausweis vom Terrorist. Und genauso war es mit dem Reichstagsbrand auch, da hatte dann durch das Parteibuch einstecken, also mit dem Benzinkanister durch den Reichstag gelogen ist. Der einzige, der Interesse gehabt hat, dass der Reichstag wegfackelt, waren diejenigen Leute, die den Versailler Vertrag durchgesetzt haben wollen. Die waren diejenigen, die Interesse hatten, dass der Reichstag brennt. Man hat noch weder SPD noch KPD, denn die hatten nämlich dem Ermächtigungsgesetz nicht zugestimmt. Aber die hatten auch schon verhaftet. Und wenn man eine Abstimmung über einen verhafteten Teil des Reichstags machen will, macht man einen Wahlfehler. Hätte der Hitler gesagt, scheiße, ich habe die jetzt im Prinzip ausgeladen bei der Versammlung, ich will mich jetzt zum Reichsverweser aufschwingen, also muss ich sie erst mal mit wählen lassen.
Aber das hat er nicht gemacht. Weil hätte der Hitler sich geirrt, das ist ja wie so ein Halbgott. Ne? Wenn ein Halbgott sich irrt, dann ist er nur noch ein Viertelgott. Und das geht gar nicht. Und deswegen hat er das einfach laufen lassen. Und aufgrund dessen, dass er es hat laufen lassen, ist eben das Ermächtigungsgesetz ungültig. Und wenn ich Ermächtigungsgesetz ungültig ist und im ersten Chefgesetz, also Chefgesetz Nummer 1, drin steht, dass das Ermächtigungsgesetz gelöscht ist, kann ich natürlich 1934 eine Änderung des Gesetzes machen. Wenn ich kein Verweser bin, kann ich mir kein Schild umhängen, ich bin der Verweser. I am your guide. Also hier, kann ich nicht, das ist ungültig. Ja? Demzufolge gilt das nicht. Und in Mitteldeutschland kann ich es nicht machen, weil uns Honecker und Ulbricht erzählt haben, wir haben nie eine Rechtsnachfolge des Nationalsozialismus gemacht. Wir sind die größte DDR der Welt. Wir haben immerhin Platz 10 der Weltrangliste der Industriestaaten gehabt. Als ganz kleines Land. Ohne guten Ressourcen. Wir waren die Werkstatt der Welt. Ja? Wir hätten die DDR-Betriebe nie beseitigen brauchen. Wir hätten bis auf ewige Zeiten für sämtliche chinesischen und taiwanesischen Kaffeemaschinen Ersatzteile produzieren können. Wir waren ausgelastet. Die ganzen alten DDR-Maschinen hätten wir nicht beseitigen brauchen. Wir hätten einfach nur Ersatzteile produzieren müssen. Für VW, für Benz. Aber hat man nicht gewollt. Man hat einfach nur die Konkurrenz beseitigt. Ja. Aber die DDR-Verfassung kann man deswegen nicht aufheben. Jetzt hat er nochmal, wenn es sich dann Spaß gemacht hat, einfach mal durch alle Instanzen telefoniert und hat rauskriegen wollen, gilt denn die DDR-Verfassung noch? Könnt ihr euch mal bei YouTube anhören, gilt die DDR-Verfassung noch. Und am Ende kam raus, ja, gilt noch. Aber was das für Konsequenzen hat, hat sich keiner überlegt. Wenn die DDR-Verfassung gilt, gab es keine Wiedervereinigung. Weil es muss ein Volksentscheid her. Dass die D-Mark-Einführung am 8.7.1990 ist, ist ja auch okay. Aber das hat die Volkskammer gemacht. Aber die Volkskammer hat definitiv nicht den Euro eingeführt und auch nicht das Schengener Abkommen. Und hat definitiv auch keine Invasion. Was ist denn? Bestellt. Ach ja, gut, haben wir nicht. Das ist nur ein Veranstaltungshinweis. Demzufolge gilt das nicht. Und jetzt ist erzählt worden, muss man vorstellen, Aue Schwarzenberg gehört ja zu Mitteldeutschland. Also die haben jetzt im Prinzip erklärt, das Landratsamt Aue Schwarzenberg hat jetzt den Nationalsozialismus eingeführt. Mit welcher Rechtfertigung? Haben die einen Volkskammerbeschluss gehabt? Wir machen jetzt Nationalsozialismus? Nö, das haben die einfach selber entschieden. Die Bundesrepublik darf es aber auch nicht, weil die darf ja nicht reinregieren. Wenn die DDR-Verfassung noch gilt, müssen sie die erstmal per Volksentscheid beseitigen. Das ist aber nicht passiert. Also das ist der Untergang. Dieses Schreiben, wenn das der Herr May in die Hände kriegt und am Montag dem Richter mit vorlegt, bei seiner Klage gegen Personalausweis, wollen sie alle auf den Buchs. Ich habe auch noch lustiges Schreiben. Und noch mehr. Hast du das dem May? So, naja, ich habe es ihm schon hingeschickt. Das ist sehr gut. Das ist auch eine lustige Bestätigung. Da werdet ihr auch immer mal genervt von irgendwelchen Leuten. Schickt einfach mal den Zettel hin. Dieses Amt ist staatlich anerkannt. Warum geht das nicht? Was ist der Staat? Der Staat ist der Kaiser. Also der Kaiser müsste das Landratsamt Aue Schwarzenberg eingesetzt haben als Verwaltungsbehörde. Ich bin schwierig. Die BRD ist ein souveräner Staat. Was ist souverän? Souverän ist, die Bundesrepublik kann über eigene Befindlichkeiten entscheiden. Also das heißt, die Frau Merkel muss nicht fragen, ob sie die Liste der NSE im Bundestag einfach so veröffentlichen darf. Aber sie muss sie ja in den USA fragen. Also sind wir fremdbestimmt und wenn wir fremdbestimmt sind, ist man kein Staat. Alle gültigen Gesetze werden eingehalten. Nö, also nicht, weil es muss da nicht eingehalten. Und das Schöne ist, ich bin Beamter oder Beamtin. Beamte brauchen eine Ernennungsurkunde vom Kaiser. Muss man uns überlegen, der Kaiser ist irgendwann 1940 gestorben. Der müsste also sozusagen exhumiert werden. Da müsste man einen Roboter machen, der den animiert. Und der müsste dann in der farischen Bewegung die Ernennungsurkunde ausschreiben und dann würde der man wieder einäschern und wieder beerdigen. Wenn die eine Ernennungsurkunde vom Kaiser hätten. Können sie nicht haben. Ja? Ja, oder man müsste eine Verweserwahl machen. Der Verweser könnte auch Beamte bestimmen. Ich habe ja überhaupt kein Problem damit, dass der Landratsamt Aue Schwarzenberg vom Verweser, vom Bundesstaat Königreich Sachsen, eine Ernennungsurkunde kriegt. Aber bitte nach kaiserlicher Gesetzgebung und nicht nach der selbstgewählten oder bundesrepublikanischen oder Willkür, Banküberfall,
sondern eben nach der Gesetzgebung, die gültig ist. Und jetzt müssen wir unterscheiden, was ist denn gültig und geltend. Also die Richter unterscheiden zwischen geltender und gültiger Gesetzgebung. Die gültige Gesetzgebung ist die, die vom Kaiser kommt, und die geltende Gesetzgebung ist die, die sie selber gebastelt haben. Und das klingt so ähnlich, das ist aber eine völlig unterschiedliche Bedeutung. Und die wenden immer nur das geltende Recht an. Der Richter sagt, das interessiert mich nicht, ich bin hier der Kapitän. Ja, er kennt ja das, Mensch steht oder Person vor Gericht oder so, müssen wir mal gucken. Also zum Handelsrecht sage ich dann noch was. Ja, und dann haben wir hier die BGH-Urteile, und ich habe noch keinen gesehen, der das unterschrieben hat. Und die hat, in der Regel, wenn er dieses Schreiben hinschickt, kommt die Einstellung des Verfahrens. Weil wenn sie das ausfüllen, haben sie Amtsanweisungen an der Backe. Schick. Wer das gemacht hat, geil. Was haben wir noch? So, wenn man mal ein bisschen googelt, da sieht man, dass die Bundesrepublik die Genfer Konvention Abkommen ratifiziert hat. Seht ihr? Wollen wir wissen, unser Beamer-Teil. Könntest du es noch ein bisschen größer kriegen? Ja, mal gucken, ob es noch ein bisschen größer kriegt. Mal gucken. Mal hier. Das ist übrigens Irrfall, du. Sehr schönes Programm, wo man ganz schnell mal hier solche Sachen machen kann. Also wer von irgendwann irgendwas im Internet hat, also solche E-Books, die sich nicht runterladen lassen, gibt es einen einfachen Trick. Da drückt er beim Computer die Drucktaste. Da gibt es auf jeden Fall was davor, die Taste, da steht Druck drauf. Drückt er immer Druck und dann macht er irgendein Irrfall-View bei Datei einfügen. Und da fügt sein Bildschirmeinheit, also den Bildschirminhalt, der noch gerade sind, in eine Zwischenablage. Und da können wir es mit der Maus markieren und dann macht er Steuerung Y und dann können wir es ausschneiden. Und habt ihr gerade mal so eine Seite von so einem E-Book mal als Grafik. Ja? Das ist mal so ein kleiner Trick. Und hier steht drin, sowohl die Bundesrepublik als auch der Rat und die USA haben dieses Abkommen ratifiziert. Fußnote 23. Aus der Genfer Konvention resultiert die Pflicht zur Ermittlung der Personen, die in der Begehung oder Erteilung eines Befehls zur Begehung schwerer Menschenrechtsverletzung beschuldigt sind. Das heißt, eine schwere Menschenrechtsverletzung ist, wenn ich jemanden die Staatsangehörigkeit entziehe. Folter ist, wenn man ein Gesetz schafft, wonach man Hartz-IV-Berechtigten das Herz kürzt, damit sie sich nicht mehr ordentlich ernähren können, nicht mehr ordentlich waschen können, nicht mehr zum Friseur gehen können, nicht mehr ordentliche Schuhe tragen können. SGB ist vom Kaiser. Wenn es ja, das stimmt ja nicht ganz, weil dafür gibt es ja die Wiedereingliederungsvereinbarung. Das heißt, derjenige das ist eine Vereinbarung. Mit der Unterschrift selbst damit einverstanden ist, erklären, dass er... Also der Kaiser hat eine Eingliederungsvereinbarung, eine handelsrechtliche, gegeben? Nö, hat der Bundesrepublik gefunden. Da muss man ganz weiter zurückgehen. Der Wille des Menschen steht über allem. Ja. Weil das Gesetz wurde vom Menschen geschaffen und wie kann er sich unter was unterstellen, was er selbst geschaffen hat? Durch Vertrag. So. Und für sich selbst kann ein Mensch auch Gesetze außer Kraft setzen. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Man durfte die Würde des Menschen nicht anfassen. Ja. Man durfte einen Menschen auch nicht foltern. Ja. Wenn jetzt aber jemand von mir aus zu einer Domina geht beispielsweise, ja, und er mit ihr einen Dienstleistungsvertrag erfüllt, ja, dann macht sich die Domina nicht strafbar, gegen diese Gesetze, ja, zu verstoßen, wenn, ja, sie ihm eine Hundeleine um den Hals hängt, ja, auf den Boden robben lässt, ja, ihn auspeitscht oder sonst was normal. Das ist ja strafrechtliche Handlung. Aber er hat sie für sich selber durch einen Vertrag außer Kraft gesetzt. Ja. Und bei der Wiedereingliederungsvereinbarung, dadurch, dass sie die unterschreiben, setzen sie die Strafe für sich selbst außer Kraft. Sie wissen es halt nur nicht. Ja, das Problem ist auch folgendes. Du kriegst im Prinzip keine Leistung, wenn du die Wiedereingliederungsvereinbarung nicht unterschreibst. Doch, machen sie. Weil dann machen sie einen Verwaltungsakt. In den Verwaltungsakt tun sie als Scheinbescheid erstellen. Ich habe so einen Fall ja schon durch. Ihr kommt dann im Prinzip, sagen die, ja, jetzt machen wir hier einen Verwaltungsakt draus. Da kriegst du im Prinzip ein Schreiben von deinem Ratsführer an, da steht dann drin, sie haben die Eingliederungsvereinbarung nicht unterschrieben und jetzt wird es per Verwaltungsakt erlassen. So, dann kannst du jetzt beim Sozialgericht dagegen vorgehen. Gegen welchen Bescheid willst du dann vorgehen? Welcher Beamte hat es dann ausgeführt? Wo ist denn die Unterschrift? Das ist ja überhaupt nicht mal revisionsfähig, das Ding. Weil es muss mit Vor- und Zunahme unterschrieben sein. Und wenn du einen Beamten vom Ratsführer findest, der das mit Vor- und Zunahme unterschreibt,
dann kannst du in Berlin beim Botschafter anzeigen wegen Amtsanweisung. Weil die Jobcenter sind alle Firmen. Die sind bei UBIC gelistet. Und demzufolge ist es Nötigung und Erpressung. Ich schreibe immer drunter unter der Eingliederungsvereinbarung unter Vorbehalt der Rechtmäßigkeit Strafgesetzbuch 240 und Proklamation 1 Anlage 2 Richtervorbehalt. Weil nämlich eine Eingliederungsvereinbarung muss nämlich ein Richter. Das ist nämlich ein Vergleich und das kann nur Richter schließen. So, und die Eingliederungsvereinbarung kann ich problemlos mit einem Gerichtsurteil umhauen. Das ist die Lösung. Ja? Ihr könnt auch noch euch noch einen Spaß machen und schreiben, dies ist ein Darlehen. Warum ist das fies? Naja, weil die, wenn die Haager Landkriegsordnung gilt, haftet der Ersteller des Bescheides für die Differenz zwischen dem, was sie dir als Hartz IV auszahlen und dem, was sie dir nicht auszahlen. Weil Besoldungsgruppe A1 Bundeswehr ist das, was uns zusteht. Das ist ja die aktive Truppe. Also die Bundeswehr ist im Prinzip die umgezogene K.O.K. Weil du musst ja irgendeinen Bezugspunkt haben. Wenn also einer, der in Mitteldeutschland kämpfen darf, in Mitteldeutschland dürfen es nur Bundeswehr sein, keine anderen alliierten Truppen, hat der Putin noch einmal klargestellt. Und wenn die, die A1 haben und die kleine, dann bist du schon bei 1830 Euro brutto. So, geht ein bisschen was weg. Also mit der Hälfte kannst du rechnen. Ich habe aber gegen gesehen, der wenigstens auch nur die Hälfte ausgezahlt gekriegt hat. Weil die haben ja auch eine Dienstwohnung, die haben ja auch Essen umsonst. Muss man alles mitzählen. Ja? Also für die Differenzsumme haftet der Verarbeiter zeitlich und betragsmäßig unbeschränkt. Und zwar deswegen, weil die Nürnberger Gesetze so lange gelten, bis nach Friedensvertrag wieder 55 Jahre laufen. Muss ich überlegen, wann kann man Hartz IV beantworten? Noch 55 Jahre drauf, also man hat eine sichere Rente. Weil die Differenzsumme müssen sie irgendwann auszahlen. Spätestens bei Friedensvertrag muss der Verarbeiter von Hartz IV, die arme Sau, in die Differenzsumme aus seinem privaten Portemonnaie bezahlen. Da bin ich gespannt, ob der Verarbeiter, der im Monat 1000 Fälle abarbeiten muss, das aus seiner Tasche finanzieren kann. Ich vermute mal, es wird nicht gehen. Irgendeiner muss aber die Rübe hinhalten für die Sache. Ich habe einfach nur empfohlen, lassen Sie es weg, die Eingliederungsvereinbarung. Aber wenn Sie ihn hören, ich nehme sie gerne, weil ich verzinse ja mit 17% und zwar mit einer ganz fiesen Masche. Ich sage, die Bundesbank hat bei Euro-Einführung, das war ja noch legal, weil die Volkskammer hat ja der D-Mark-Einführung zugestimmt, da gab es einen Zinssatz von 14,4% an Consumer-Krediten. Und jeder Kreditvermittler darf 3% aufschlagen, da war heute noch. Dann nehme ich die 14%, schneide mir hin die Restfänge weg, halte die 3% drauf, habe ich meine 17%. Und wenn Hartz IV Bescheid aus 2012, 2016 vier Jahre gelaufen ist, nach Adam Ries, 17% Zinsen, und sind ja immer Zinseszinsen, die kommen ja immer zieht das, was die Zinsen kommen ja noch oben drauf, kriege ich das Doppelte raus. Eine bessere Geldanlage kriege ich auf dem Kapitalmarkt ohne. Wer garantiert mir denn an der Börse 17% Gewinn? Kann mir nur das Jobcenter fliegen. Das machen wir doch. Und die gleiche Nummer machen wir mit der Steuer. Die Steuergesetzgebung schreibe ich drauf unter Vorbehalt der Rechtmäßigkeit und Rückforderung, / das ist ein Darlehen. Wenn die das Ding akzeptieren, haben sie mit mir einen Kreditvertrag. Der Kreditvertrag läuft über 17%. Weil das Einkommensteuergesetz ist aus 1935 von Hitler. Der alte Hitler hat ein Einkommensteuergesetz gemacht. Umsatzsteuergesetz gab es vom Kaiser nicht. Die Bundesrepublik irgendwann mit der Abgabenordnung 77 gemacht. Der Versatzer hat gesagt, gilt nicht. Bundesvereinigungsgesetz ist der Abgabenordnung gegrillt worden. Ja, in der Abgabenordnung, Paragraph 415, steht in Klammern in Kraft treten. Also das heißt, runde Klammern heißt, an dieser Stelle hätte das in Kraft treten stehen müssen. Wenn es nicht da steht, ist es nicht da. Also dann habe ich noch eine Abgabenordnung, aber keine in Kraft treten. Also es ist gültig, aber das ist ungefähr wie die Sonne ist da, aber es ist gerade Nacht. Und genauso ist das, wenn in Krafträden dort stehen müsste, ist kein in Krafträden, hat gültiges Gesetz, aber kein Krafträden. Wenn die Sonne nicht scheint, kann sie nicht. Und lasst euch auch nicht verwirren, wenn die sagen, es ist gültig. Die liebe Sonne ist auch gültig, aber es hat keine Rechtswirkung. Die gültig ist doch nicht. Der Scheinwerfer wäre eine ungültige Sonne, aber die Sonne ist gültig. Wenn die euch sagen, das Grundgesetz ist gültig, das ist so gut, das ist nicht gefälscht, aber es ist deswegen nicht in Kraft. Warum ist es nicht in Kraft? Weil im Artikel 146 steht, dieses Grundgesetz tritt in Kraft, wenn Deutschland in den Grenzen am 31.12., das ist nämlich definiert im Chefgesetz 52, was Deutschland ist, in freier Willensentscheidung
getroffen wurde. Also guckt, lässt man nach. Muss man sich überlegen, Deutschland, das ist die Grenzen vom 31.12.1937. Das ist ein Kampfgebiet, wie es bestanden hat. Warum haben wir es gemacht? Na, weil Hitler nach Österreich-Ungarn rein ist und hat gesagt, jetzt verleiben wir uns ein. Und da würden wir ja ein riesengroßes Gebiet kriegen. Das ist größer als die Grenzen von 1914. Deswegen haben sie die 1937 eingegangen. Aber der Besatzer darf nach HLKO die Grenze nicht verrücken. Das heißt, wir haben immer noch die Grenze von 1914. Das heißt, wenn die Invasoren merken, dass sie hier die Häuser nicht kriegen, kann es passieren, dass sie über die polnische Grenze marschieren und den Polen die Häuser wegnehmen wollen. Wenn die Polen merken, dass sie in ihrem eigenen Gebiet noch verwässert werden können, ist ganz schnell mit der Bundesrepublik Schluss. Denn sobald es einen handelsfähigen Staat gibt und wenn der auf polnischem Gebiet wäre, innerhalb der Grenzen von 1914, wäre hier Feierabend. Ja? Weil eine Notstandsverwaltung kann nur dann existieren, wenn es keinen handlungsfähigen Staat gibt. Also wenn die Polen uns zuvorkommen und bei sich in ihren Grenzen von 1914, also Oder-Neiße-Grenze bis zur Ostgrenze von Grenzen von 1914 in Verweser wären, können die im Prinzip auf die Goldreserven zugreifen, weil die sind nämlich noch vom alten Kaiser und nicht von der Bundesbank. Aber der Pole braucht eine Zeit, bis er das begreift. Und eine ganz heiße Nummer wird, habe ich jetzt. Eine ganz heiße Nummer ist, wenn in der Exklave, die Bundesrepublik hat nämlich eine Exklave, das habe ich heute früh rausgefunden. Ein kleiner Ort in der Schweiz, die haben bloß ein paar Häuser, ist nicht komplett in der Schweiz, gehört aber zur Bundesrepublik. Und die haben eine ganz schlechte Rente, weil die irgendwie durch den Umtauschkurs da unten alles in Schweizer Franken kaufen. Also das ist ein Gebiet, was zur Bundesrepublik gehört, aber vollständig in der Schweiz liegt. Und wenn die in Verweser wären, können die im Prinzip dort eine Art Reichsverwaltung machen und könnten Pässe ausstellen. Und wenn die sich einen Pass vom Deutschen Reich ausstellen, können die alle nach HLKO die Alimentierung sich selber ausfertigen. Eine ganz heiße Nummer, dort mal hinzuziehen für ein halbes Jahr und sich einen ordentlichen Ausweis zu besorgen. Stimmung machen. Ja, gut, okay. Dann ja, machen wir das doch. Ich habe das irgendwie, ich habe heute viel bei Facebook hochgeladen, muss doch mal gucken. Also die Polsache bitte nicht im Video. Wie heißt denn die Facebook-Seite? Ja, gut. Jetzt machen wir noch eine Geschichte. Ach, das ist da dunkel. Wie heißt deine Facebook-Seite? Wir haben Folgendes vor. Für die Verweserwahl könnt ihr euch ja vorstellen, wird uns ARD und ZDF keine Sendezeit gestatten. Da haben wir uns einfach mal so eine Büchse genommen, wir haben hier ein Kaiserbild drauf geklebt und wollen einen kaiserlichen Rundfunk gründen. Und zwar in den Grenzen von 1914 außerhalb der Bundesrepublik. Und zwar mit dem Hintergrund, wenn die Bundesrepublik ein Senderecht kriegt, kann sie das ja nur auf einer staatlichen Grundlage machen. Das heißt, die handeln im Niesbausrecht des Kaisers und beantragen bei der ITU oder EBU den Sendeplatz. Und wenn die das dürfen im Notstandsrecht, dürfen wir das doch, wenn wir eine Schenkung ins kaiserliche Recht machen, erst recht. Entweder die gestatten uns das oder wir sägen die ARD, ZDF weg. Die gleiche Nummer, was mit der Bundesanwaltskammer passiert. Wir haben nämlich eine Anwaltskammer gegründet. Wir haben einfach einen Verein gegründet, haben das den Kammer genannt und haben das beim Bundesverwaltungsamt angemeldet als Kammer. Bin ich nur Mitglied. Und wenn der Richter mich wegfackelt, kann ich dem im Prinzip einhängen. Also entweder du lässt mich zu oder ich säge dann eine Bundesanwaltskammer weg, weil die nämlich übrigens ein Verein ist. Und die gleiche Nummer kann man natürlich auch bei der Bundesbank machen, weil die Bundesbank, Bund ist Parteikonstrukt. Parteikonstrukt sind besondere Vereine mit einer politischen Willensbildung und deren Parteikasse ist die Bundesbank. Ich darf jetzt nicht drüber nachdenken, was die Bundeswehr ist. Parteikonstrukt hat eine militärisch bewaffnete Truppe. Vereinsrecht. Aber die sind doch dann staatenlos. Nee, geht ja nicht. Doch, wer bewaffnet ist, hat keine Staatenlos. Man kann nicht staatenlos werden, man müsste seine Geburtsurkunde rückgängig machen. Ja, Geburt in den Bundesstaat, bist du im Staat drin. Ich habe gedacht, da steht das drin. Staatenlos ist man dann, wenn man einen gelben Schein beantragt und Reisepass und Passo abgibt. Dann bist du staatenlos. Was, wenn man bewaffnet ist, ohne Auftrag? Nee. Also man mag, gefährliche Nummer.
gelben Schein beantragen und Reisepass und Passu abgeben. Bist du raus. Echt raus. Aus dem Kaiserreich raus, aus der Bundesrepublik raus. Heiß. Nicht machen. Gelben Schein beantragen, dann Passu und Reisepass beantragen. Bist du staatenlos. Beantragen oder abgeben? Abgeben. Du musst wenigstens den Reisepass behalten. Damit du aus dem Rechtskreis des Kaisers nicht rausfällst. Weil du fällst raus, wenn du den Reisepass abgegeben hast. Deswegen heißt das Pass. Pass kommt von Passierschein. Der Reisepass ist der Passierschein der Besatzungszone. Gibst du den ab, bist du Fremdgänger zwischen den Fronten. Heiße Kiste. Könntest du dir den hier herausnehmen, ohne dass du dich richtig beschweren kannst. Und wenn er nicht mehr gültig ist, hätte ich mir das nicht mehr. Naja, erstmal steht da was drin. Also Reisepass abgeben ist eine heiße Nummer, wird schneller. Reisepass gilt nur eine bestimmte Zeit. Also, nochmal, der Schutz deines Lebens hängt am Reisepass. Die dürfen, wenn die dich im Kampfgebiet finden, dürfen sie dich aufschorten. Also wenn du keinen Reisepass hast. Heiß. Die wussten mit dem Reisepass definitiv nicht Personal. Personal wirst du durch einen Personalausweis. Also es ist eine falsche Sache von diesen Selbstermächtigungen oder Selbstverwaltern, wie sie heißen, die auf der UN-Resolution rumreiten. UN-Resolution ist ein Entwurf. Da hat man in der UN versucht, in den Staaten, wo es Chaos gibt, keine staatliche Ordnung, dass sie sich selber organisieren. Das ist hauptsächlich für die Gebiete in Afrika gedacht. Also wo sie zwischen zwei Stämmen kriegerische Auseinandersetzungen haben und dass die öffentliche Ordnung selber laufen soll. Da sollen sich die in den Dörfern dort sind, sich selber eine Verwaltung wählen und sich dort selber verwalten dürfen. Und da sollen andere Staaten von außen nicht eingreifen. Das ist der Sinn der Regelung. Hat mit Deutschland nicht so direkt was zu tun. Weil in einer gewissen Weise haben wir eine staatliche Ordnung. In gewissen Weise. Die tun so zumindest. Ja? Die halten sich nicht an die Gesetze, aber sie tun so. Wir sind der Rechtsstaat, der beste Rechtsstaat in der gesamten Bundesrepublik. Dass das alles noch Mist ist, brauchen wir nicht erzählen. Du brauchst ja bloß mal die Urwegbescheide angucken, da ist nichts unterschrieben. Du brauchst ja die Einkommenssteuerbescheide, nichts unterschrieben. Die Richterurteile sind unterschrieben. Die Grundsteuer- und die Regensteuerbescheide sind unterschrieben, ist nichts unterschrieben. Die machen einfach nur Willkür, die kommen in die Ecke und rahmen dir hab und gut. Das ist der Rechtsstaat. Ja, gut, machen wir weiter. Wir wollen eine Alternative zu ARD und ZDF. Mit der Begründung, wenn die eine Sendelizenz beantragen können, kennen wir das schon lange. Aber wir müssen in der Ausleuchtzone von Astra sein. Das heißt, wir können an der äußersten Grenze, Kaliningrad oder noch weit östlicher, versuchen, nach Astra zu linken. Man muss sich vorstellen, Astra geht auf Zentraleuropa runter. Und wenn du von der Seite aus mit einem Ablink kommst, kann passieren, du triffst deine Wäsche. Und du schießt auf linken oder rechten Satelliten. Weil wenn du von schräg im Punkt treffen willst, hast du ja so eine Wahl. Ja, deswegen tut man den Ablink ein bisschen in Zentraleuropa machen. Deswegen wollen wir uns da in Spanien ein altes Bauernhaus nehmen, den Sender dort hinstellen, eine Südredaktion, dort hochlinken und die Nachrichten außerhalb von Spanien machen, in den Grenzen von 1914. In Nachrichten kommen die interessanten Sachen. ARD hat gesagt, der Putin hat was ganz Schlimmes gemacht. Dann geht bei uns das Sendersignal an. Nee, wir haben in der Nachrichtenredaktion, da haben wir es in Russland mal angerufen, beim Herrn Lavrov. Ist gar nicht der Fall. So und so sieht es aus. So, und dann dauert es eine halbe Stunde und sagt RTL, der Politiker, das ist ganz böse, die haben ja auch Menschen abgeschlachtet. Ja, dann rufen wir dort an und sagen, was war denn los? Nee, die haben ein paar Schauspieler hingestellt, die ein paar Flüchtlinge im Prinzip dort angemalt haben, um das mal nachzustellen, wie das so ist. Weil die hatten halt keine Filme dabei, weil gerade mal nicht gekämpft wurde. Oder wie sie letzte Woche Flüchtlinge durch einen Fluss getrieben haben und neben ihm die Fotografen gestanden haben, die sich natürlich auch ins Bild geholt haben, damit man die mit sieht. Und die Fotografen hatten alle Gummistiefeln dabei. Die hatten wir natürlich mit, ne, weil wir ja im Kriegsgebiet waren wir Gummistiefel. Also, gut, also wir wollen das machen. Wir wollen sozusagen eine Art Musikkanal machen und zwischendrin Nachrichtenbeiträge. Dann habe ich mal rumgefragt, was würden wir denn da für Musik spielen? Da kam dann, wir spielen Störkraft, Blasmusik, Rammstein, sagt er. Wen wollt ihr denn erreichen? Ihr müsst doch die erreichen, die Informationen wollen. Also das ist wie beim Angler. Wenn du angeln willst, muss der Köder dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Also musst du Musik spielen, die jeder hören will. Da haben wir uns überlegt, was könnte man da machen? Dann nehmen wir uns zum Beispiel Hitradio Namibia. Namibia ist ein Schutzgebiet vom Kaiser. Die Schutzgebietsabkommen sind alle noch gültig, weil Waffenstillstand.
Abkommen ist keine Aufhebung des Schutzgebiets. Ja, richtig. Das heißt, Namibia ist immer noch ein deutsches Schutzgebiet. Und die haben schon lange deutschen Rundfunk, weil die haben nämlich Satelli oder wie die heißen. Und die schicken ARD, ZDF und die ganzen, außer die Fußballübertragung, die Sensor, ne? Könnt ihr da unten empfangen, ungefähr 40 Euro umgerechnet. Und die haben eine eigene Rundfunkstation in Windhoek, die deutsches Programm machen. Man denkt, es ist aus dem Ruhrgebiet oder irgendwie aus der Bundesrepublik, also ein bisschen gute Musik. Dann kann man bei TuneIn, kann man das sich mal anhören. Gebt einfach mal tunein.com ein und dort geht Radio Namibia und da kommt das. Auf meiner Homepage ist übrigens auch der Link dorthin. Und so eine Musiksendung, aber nicht mit bundesdeutschen Nachrichten, sondern mit den Wahrheiten, die wir machen wollen. Deswegen haben wir eine Sammelstelle eingerichtet bei der Sachsenvision. Die sammeln 1-Euro-Stücken oder Scheine. Weil wir wollen jeden Tag den Eimer Kleingeld zählen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn du also Centstücken und 20er und 50er und 2 Euros, müsstest du ja jeden Tag zählen, wie viel in dem Eimer ist. Und so tun wir nur eine Scheine zählen, das geht schnell, kann man ja einen Gummi drum machen. Und das Kleingeld tun wir wiegen. Dann können wir es einfach auf die Waage stellen, digital Waage, und dann sehen wir, wie viel das ist. 7,5 Gramm wiegt ein Euro. Da kann man sich hochrechnen, wie viel Kilo Euros sind in dem Eimer. So, und da haben wir immer einen aktuellen Kassenstand. Und den tun wir im Internet veröffentlichen, sodass jeder sieht, wenn er also am Mittwoch was gespendet hat, dauert es 1 oder 2 Tage und dann erscheint das im Internet und dann sieht man den Namen, der hat uns so und so viel gegeben. Wir sind jetzt bei 1708 plus das, was wir heute noch hier gespendet worden sind, sind wir also bei 1808 Euro, wenn ich das richtig gerechnet habe. Ist ja schon mal eine Hausnummer. Wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr, aber wir müssen uns überlegen, alleine die Reichskanzler bringen 3 Millionen Mitglieder auf der Waage, alle zusammen. Ebel hat alleine 1,3 Millionen und die anderen liegen so bei zwischen 250.000 und 800.000. Die Selbstverwalter hatten mal bis zu 13 Millionen Leute, die in die Selbstverwaltung UN-Resolution gegangen sind. Die aber dann irgendwann geblickt haben, dass es nur ein Entwurf ist. Die sind dann wieder abgesprungen. Die anderen haben dann BAD-Verleugner gemacht, die anderen sind in den Bereich Max aus dem Hause Mustermann gegangen. Und bis dann er noch mal rausgefunden hat, bis ich böse war, der dann mal ein altes Kriegsopferdenkmal fotografiert hatte und keinen gefunden hatte, der so geschrieben wurde. Also wenn ein Kriegsopferdenkmal keiner Max aus dem Hause Mustermann hieß, war es zu dem Zeitpunkt eine Jusus. Also der Amtmann, der hätte gesagt, geh scheißen. Was willst du denn von mir, Mensch, Person? Du hieß Max Müller. So, also hier hast du deinen Zettel, mach fort. So. Also es gab mal davor eine Zeit, Mittelalter, wo war das mal üblich, und es gab eine Zeit, der Weimarer Blick, da hatten sie das gemacht. Aber zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, wo es für uns interessant ist, 27.10.1918, gab es nicht, definitiv nicht. Also einer unter 1000 hat vielleicht mal noch die Idee gehabt, aber der regulär, bei einem Kriegsopferdenkmal sind vielleicht 500 Gefallene, hieß niemand so. So, bloß mal so. Wenn man nämlich sich in den Rechtskreis des Handelsrechts sich bewegt, indem man dem Richter signalisiert, hey, ich habe Ahnung von Handelsrecht, ich habe mal was gelesen hier im Internet, da sagt der Richter, geile Nummer, das kann ich besser, weil dann macht er mit euch Handelsrecht. Weil dann ist der Captain und er sagt, da geht mal die ZBO nicht für mich. Was machst du denn dann? Stehst du da? Da fahrt ich dir ein Scheinurteil aus und dann kommt der Gerichtsvollzieher und nimmt das weg. Da wird nicht mal dafür belangt, weil der Hinterher sagen kann, ich habe es ja gar nicht unterschrieben. Das ist ja nur ein Entwurf. Ich habe das dem zugeschickt. Aber wenn der aufhört, sich mit mir zu streiten und einfach das Urteil nicht wieder zurückschickt, dann sagt er, muss man unterschreiben, da hat es ein halbes Jahr liegen lassen. Nach einem halben Jahr kann ich dem Versäumnisurteil einhängen, weil da hat er mein nicht unterschriebenes Urteil ja anerkannt und hat das Verfahren eingestellt. Machst du dort, bist im Handelsrecht drin. Und dann sagt der Richter, wenn das nächste Mal kommt, das anfechten willst, du wolltest das Handelsrecht, muss ich dagegen Partei auch gewähren. Warum mache ich das? Mache ich nicht. Ich ziehe mich aufs kaiserliche Recht zurück und verlange von dem Richter eine Ernennungsurkunde vom Kaiser. Und dann muss er sich erstmal einen Kaiser backen. Das ist doch viel geiler. Und der Staatsanwalt, von dem verlange ich eine Ernennungsurkunde vom 10. Staatsexamen, muss er an der Kaiserlichen Universität in Deutschland gemacht haben. Da gibt es nicht viele. Wie soll er das bringen? Geht nicht. Und da sage ich, Zwei Möglichkeiten haben. Entweder der Richter und der Staatsanwalt bringt mir die Ernennungsurkunde, die vom Kaiser unterschrieben ist, mit Imperator Rex und kaiserlichen Prägesiegel. Oder wir machen einen Vergleich. Ich schlage vor, wir machen das so und so, da leistet man Sozialstunden an und wir stellen das Verfahren ein. Genauso habe ich es gemacht und du liefst durch. Da habe ich jetzt ein Urteil vom Finanzgericht gekriegt. Geht. Weil der Richter kommt dann raus aus der Nummer. Wenn er sich als Richter ausspielt, gehe ich zum Klinien und will ihn anzeigen. Also ich halte das für besser.
Gut, haben wir noch Wünsche?